Hallo und schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge habe ich endlich Romeo, den Puppenkönig, besiegt. Ein bisschen gelevelt, ein bisschen Zeug gemacht, ein bisschen Story gemacht. Jetzt geht's weiter. Hinter dem, auf der Bühne. Oh, hier brennt das ganze Theater ab. Okay, alles klar. Weiter geht's. So, gucken wir mal, wo es mich hinführt. Ah ja, der reisende Händler ist auch am Start. I'm glad. Nee, Geppetto. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully the lesser puppets will die down soon. Ich hätte deine Hilfe schon brauchen können. The puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. It's tough, but I know where you should go now. The Grand Exhibition. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me, son? Ja, klar. Hey, dafür bin ich da. Was gibst du mir? Antonia and the others. It's worth exploring. Go to the Grand Exhibition and see what you can find. Ja, mach ich. Die maximale Anzahl der Pulszellennutzung wurde erhöht. Ha. One puppet could control so many others. Denkwürdige Leistung. Keinen Erben, die verbleibenden Puppen sind führerlos und können die Stadt zurückerobern. Und wir können die Stadt zurückerobern. Ja, okay. Nochmal eine Pulszelle dazu bekommen. Gut. Habe ich eigentlich noch einen Quarz übrig jetzt? Nee, ich glaube, das war hier irgendwo. Ja, da oben. Gut, 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 gut. Let's go. Ah, ich bin besiegt. Endlich. Und ich wusste, dass ich ihn besiegen kann, sobald seine Waffe kaputt ist. Und ich habe es geschafft. So, auf geht's zur großen Ausstellung. Was ist hier los? Seid ihr alle traurig, weil der Puppenkönig tot ist? Ja, wisst ihr was? Was bist du denn für ein hässlicher Köter mit Kreissäge im Gesicht? Mein Gott. Wer spielt hier eigentlich Musik? Hallo? Irgendwo auf dem Dach oder wo? Ha. Schöne Musik, danke. Hey. Hm, schade, man sieht niemanden spielen. Das wäre natürlich noch geil. Die Puppen wirken antriebslos, sogar deprimiert. Ja, schon. Depressed. Ja, natürlich ist das weird. Das ist absolut weird. Aber gut für mich. Einfache Kills. Da unten geht's weiter. Das war alles, was da oben ist, okay.
Gut, ja. Weiter im Text. Thermit nehme ich. Auf geht's zur großen Ausstellung. Wo ist sie denn, die große Ausstellung? Das klingt ein bisschen so wie... Da gibt's doch so ein... Wie heißt denn das noch? Die Weltausstellung Expo. Oh Gott. Gab's doch mal irgendwie so eine Weltausstellung oder sowas, ne? So ein bisschen klingt das, als würden sie mich auf so eine Expo schicken. Gab's da nicht mal so eine spezielle Expo? Mir fällt's einfach nicht ein. Ist das eine Waffenkiste? Ich glaube, das ist eine Waffenkiste. Was ist hier drin? Klinge Uhrenschwert. Ein Uhrenschwert. Ist das das Schwert vom Uhrensohn? C. Schwert kann zerlegt werden. Okay. Okay. Was macht das? Was macht das? Was macht das? Der Griff. Glocke der Provokation. Kann ich noch ein bisschen mehr Info dazu haben, bitte? Nee, anscheinend nicht. Es macht halt keinen Schaden, ich müsste es erst leveln. Deswegen. Aber finde ich cool. Will ich benutzen. Hallo? Lorenzini Arcade. Lorenzini. Oh, so. Ihr habt nicht nur eine Säge als Kopf, ihr habt auch ein Schwert als Schwanz. Mein Gott, das ist ja wild. Sichelmondstein, leuchtendes Ergo-Fragment, Sägeblatt, alles easy peasy hier gerade. Jetzt passiert gleich irgendwas Dummes. Jetzt habe ich das Maul schon wieder zu weit aufgemacht. So wie das eine Mal. Okay. Alright. Lorenzini Arkaden. Ja, ich hab's gewusst, hier sind überall. Ich könnte mal noch das Ding nehmen, das ich.
das Amulett austauschen jetzt an dieser Stelle. Und zwar diesen. Dieses. Und ich nehme das mit rein. Fähigkeitsrang aller Legionswaffen ist natürlich auch nett. Aber das passt schon. Dadurch bin ich schwerer geworden. Finde ich nicht cool. Passt. Ja, Stargazer. Ach, guck mal an. Läuft. Was ist das da hinten? Das sieht ja wild aus. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's lang? Ich gehe mal nach rechts. Muss hier immer durch die Fenster aufpassen, ob hier irgendwo jemand drin ist, weil hier ist nämlich jemand drin. Was ist mit ihm nochmal? Explodiert er, oder? Weiß ich nicht. Nee? Okay. Was ist das hier? Was soll das hier? Du benötigst Schlüssel für den ersten Stock der Aha! Einen Schlüssel brauche ich also. Das ist das hier. Okay, dann in dem Fall geradeaus, beziehungsweise jetzt rechts. Das ist kaputt. Oh nee, er. Ja. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir mittlerweile alles hin. Hi, was ist bei euch los? Na? Habt ihr euch beruhigt? Legionsmagazin. Finde ich eigentlich ganz cool. Na, mit Aegis jetzt könnte das nützlich sein. Da hinten lebt wieder einer. Ja, das ist okay. Aha, hier ist der Schlüssel. Nice. Okay. Hier war doch so eine Abkürzungstür. Hier. Die ist doch... Aber das ist die kaputte Seite, ne? Ja. Ah, du hast auch was gedroppt. Sternfragment. Meh. Hier ist auch dicht. Auch die falsche Seite, ja. Da, wo es rot leuchtet, kommt man rein. Na gut, dann mal... Ja. Aber nach links wäre ja die Abkürzungstür. Ich verstehe gar nicht. Weil hier geht es ja jetzt nach rechts. Na gut. Mach mal auf das Loch. Sind hier irgendwo irgendwelche Wilden drin? Hallo? Nee? Doch, doch, hier kommt was. Ja, was bist du denn?
Das ist ja wild. Was hat er denn da? Oh mein Gott. Das ist ja eklig. Ah, du bewirfst mich. Stimmt, da war ja was. Aua. Och nee, dieser Versteinerungsschmutz wieder. Da sitzt einer. Och nee, das ist so ein Mist hier mit diesen Dingern vom Himmel, von der Decke und keine Ahnung. Voll der Shit. Oh, was bist du denn? Meine Güte. Eieieiei. Au, und du explodierst. Okay. Können wir das mal nicht machen? Oh, ich finde das ist eklig. Ekelhaft. Ha. Nee, ich muss ihn erst... So. Nee, 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 nee. Ja, okay. Jetzt zu dir. Oh, gut. Da war ich jetzt ein bisschen hektisch und panisch. Das war vielleicht nicht der beste Weg. Ich habe nicht mal genau geguckt, was ich bekommen habe. Ey! Töte alle Arten von dimensionalen Schmerz. Oh, nice. Da kann ich die Waffe nochmal aufwerten. Ach, guck mal. Hi. Ich hasse diese Schnellen, die dann nicht aufhören, auf einen einzuprügeln, ey. Och nee! 9000. Gebe ich mir das jetzt? Das war hier hinten, ne? Och man, da liegt's, mein gutes Ergo. Nochmal irgendwo eine Kinderpuppe? Nee. Ach so. Oh, der kommt mir hier hinterher. Gerade schon gedacht, irgendwo habe ich doch was gehört. Nein, weg, 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 weg. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Hier gibt es nichts zu sehen. So, hier gab es ja sonst nichts. Gut. So. Haben wir die
das Ergo zurück mitgeholt. Ah, okay, da unten läuft noch einer rum. Hi. Bist du jetzt echt den ganzen Weg... den ganzen Weg mitgekommen? Eieieiei. So. Ha. Okay. Eigentlich sollte ich zum Stargazer zurück. Yep. Bevor ich hier unten mein Ergo verliere. Nee, hier lang. Was ist er und warum steht er hier? Da ist doch der Stargazer. Okay. Hm. Ja. Einmal die Waffe hochleveln. Dann das Uhrenschwert. Eine Griffänderung durchführen. Vielleicht selber nochmal leveln. Ach, guck mal. Die Gude hat noch was zu melden. Die Gude Blauhaarige hat noch was zu melden. Na, was hast du zu sagen? Hier bin ich. Kuckuck. The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. Ja, ist mir schon aufgefallen. Something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. Habe ich doch schon. Aber gut, gucke ich mir dann nochmal an. genau, Waffe leveln. Das zuerst, weil ich kann jetzt nämlich hier noch eins höher leveln. Genau, dann wollte ich das Uhrenschwert. Das Schwert des Uhrensohns. Auf höchste... Genau, perfekt. Haben wir da nochmal eine Waffe. Und jetzt würde ich gerne... Griff ändern. Und zwar den auf... Ich mache halt weniger Schaden, wenn ich das ändere, ne? Aber ich will ja in Zukunft mehr Entschlossenheit leveln. Kann ich den nochmal auf... Kann ich das auf A erhöhen? Nee, schade. Aber, Moment. Ich dürfte doch den auf A hochdrücken können. Da mache ich aber dann auch weniger Schaden. Das ist ja verrückt. Gut, aber ich will ja mehr Entschlossenheit leveln. Deswegen würde ich auch hier das Gleiche tun. Damit ich nicht mehr so viele Punkte in beides reinknallen muss, sondern dass ich jetzt sagen kann, alles klar. Oh. Techniker und Stalker. Okay, Entschuldigung, ich habe jetzt Story geskippt. Aus Versehen, war keine Absicht. You look ill, ever since I mentioned the necklace. My heavens, you look... Hoppla? Ich habe Story geskippt aus Versehen, weil ich dachte, sie labert nur den gleichen Blödsinn. Meine Haare sind gewachsen. Just keep behaving. Keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo.
Meine Haare sind länger geworden. Geil. Ich wollte eigentlich leveln und habe einfach gnadenlos Story geskippt. Irgendeine Halskette. Mist. Oh mein Gott. Das Gemälde kriegt eine Nase? What the fuck? Oh my. This is a change I didn't expect. Did the King of Puppets get you? Or some other ruffians? Nee. I'm glad you're growing, but I'm not sure what to make of this. Be wary of dangerous people. And always be a good boy for me. Ich probier's. Habe ich nochmal ein Ding bekommen? Nee, ne? Ist jetzt etwas unnötig, dass ich mich hier hinsetze. Ja, kein Quarz am Start. Das ist ja witzig. Dass das Gemälde... Du kannst das jetzt nicht benutzen. Huh, okay. Wie geht es nun weiter? Oh, gut. Ich will immer noch leveln, bitte, gute Dame. Ja, jetzt darf ich leveln. Okay. Entschuldigung, dass ich Story geskippt habe. What? Da fehlt aber nicht viel. Was? Hä? Wait. Benötigt es für... Ja, okay, okay. Dann nochmal ein. Ist ja gut. Nee, das bitte. Okay. Weiter geht's. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich habe da unten jetzt schon wieder seltsame Dinge gesehen. Oh weh, oh weh, oh weh. So richtig Bock habe ich ja nicht. Da geht's lang. In so eine Grütze rein zu latschen. Achso, ich wollte ja mal eh das Schwert jetzt ausprobieren, ne? Für was habe ich es denn gelevelt? Let's go. Ja, fuck, ich hab's gewusst, dass die greifen. Ich hab's gewusst, ich hab's ja gesehen an seinem ersten Angriff. Und das Zustechen ist ganz geil. LWY. Die sind One-Shot damit. Aua, das war ungeschickt. Die sind One-Shot. Ach so, er. Ja. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Egal. Also, rein hier. So, da haben wir jetzt so einen fetten...
Wow! Fucking hell. Ach ja, einfach mal den Lada-Rahmen, okay. Den Fabeldinger benutzt, das war wichtig. War mir jetzt gerade zu blöd, den so zu bekämpfen. Einfach mal mit der Fabelkraft aus dem Leben gekickt, den Kollegen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja gut. Es scheint erstmal die größere Gefahr gewesen zu sein hier. Sie sind alle zu dem Konzert eingeladen in Monatswallfahrthaus. Ja, da waren wir schon. Ist das hier jetzt die richtige Seite? Kann ich hier aufmachen? Du benötigst Schlüssel für die Arkaden-Untergrundpassage. Och, Mann, Leute. Hier kann ich auch nicht aufmachen. Oh je, und hier kriege ich Verfall. Nicht so cool. Das mag ich nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Es hat Flügel. Lol. Kann ich auch nicht aufmachen. Das sind zwei davon. Oh Gott. Nun denn, also. Mein Guter. Mein Guter. Probieren wir es. Okay, geht. Geht, würde ich sagen. Geht klar. Yep, das war ein bisschen zu viel. No! Nicht aufgepasst. Da wusste ich gerade nicht, was ich machen will. Will ich blocken oder angreifen und habe gar nichts gemacht. Ich bin auf ihn zugelaufen und habe einfach gar nichts gemacht. Scheiße. Ich verpeile hier immer, wo ich lang muss. Da. Ja, Leute, ich habe keine Lust auf euch. Wir lassen das. Ihr dürft leben. Diesmal dürft ihr leben. Ich probier's. Jawohl. Ah, nee. Okay, man kriegt auf jeden Fall Schaden von oben. Wenn man das tut. Aber ich habe genug Heilung. Schaden durchs Fallen bekommt man, wenn man das tut. War hier einer? Nee. Da war nur... einmal der hier. Genau. Beinahe den Loot vergessen. Okay, ja gut. Eiserner Schutz, den brauche ich dann später, wenn ich da in dieses Verfallszeug reinlaufen muss.
Au. Du machst ganz schön viel Schaden. Du machst richtig viel Schaden. Okay, also die dürfen mich nicht treffen, die Jungs. Dämlicher Verfall. Nachdem ich jetzt wusste, was auf mich zukommt, war es easy. Fall mal runter. Da kam jetzt nichts raus. Okay. Immer schön umgucken. Immer schön umgucken hier. Klingt nämlich so, als wäre hier hinter jeder, in jeder Wand irgendwo Gegner. Ja, ja, komm her. Ach, diese Explosion von diesen Dingern. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, mir fehlt irgendwie ein klarer Weg. Ich irre hier gerade einfach nur der offensichtlichen Strecke hinterher, aber ich habe das Gefühl, ich verlaufe mich. Warum auch immer. Ach, guck mal. Wo kommen wir hier raus? Ah ja, ah ja, okay, super, sehr gut. Einmal Abkürzung gefällig. Skandal, die Tragödie hinter dem Extravaganz. Es gibt einen Rüberfänger, die nicht wissen. Das will ich lesen. Es gibt nur wenige Bürger von Krat, die nicht wissen, wer wie ist. Aber die wenigsten wissen, welche Tragödie er in seiner Jugend erlebt hat. Aha. Der gute Wie. V wie Vendetta. Okay, Moment mal. Von da bin ich gekommen, da geht's weiter. Okay. Hey, der fahrende Händler ist am Start. Aha, die Untergrundpassage. Hallo. Visitor or a looter who's arrived too late. You look like a stalker. I figured you were all dead. No offense. Ja, kein Ding. Visitor, looter, I don't care. Just buy what you need and leave. Was hast du? Ach, guck mal, Kette der runden elektrischen Kettensäge. Geil, eine runde Kettensäge. Oh mein Gott. Da brauche ich Fortschritt für. Oh nein, ich glaube, ich muss dieses Spiel nochmal spielen und auf Fortschritt gehen und dann solche Waffen spielen. Das ist ja mal mega geil. Erhöht Widerstand gegen Störungsschott brechen. Ja, weiß ich nicht. Nee, passt. Brauch nix. Dankeschön. Wo geht's hier hin? Ich habe doch in die andere Richtung gerade erst eine Abkürzung aufgemacht. Ach so. Ach, wow. Okay. Ja, hier geht's. Hier geht's ja dann weiter, ne? Genau. Ja, verstehe. Damit man die nicht immer bekämpfen muss, gibt's hier eine Doppeltür, die einen dann hier runterführt.
Uff. Erstmal hier lang. Ach, ist das ekelhaft hier alles. Was sitzt da? Das sieht aus wie... Oh mein Gott, das ist doch alles... Größte Show der Welt kommt. Die größte Show der Welt kommt nach Grat und lässt die Herzschwere haben. Wir müssen eine Ausstellung von Grat. Okay. Scheint doch irgendwie so eine Weltausstellung zu sein. Sichelmondstein. Eigentlich dachte ich, hier geht's nicht weiter, aber das scheint der Hauptweg zu sein. Ich dachte, ich laufe hier geschwind entlang und loote schnell und gehe dann wieder zurück, aber das scheint hier doch tatsächlich... oder auch nicht. Könnt ihr hier raus aus euren Zellen? Nee, scheint nicht so zu sein. Jedenfalls noch nicht. Erst wenn der... Was steht denn dahinter überhaupt? Och nee! Ist wieder irgendein Clown! Oh Mann! Wow! Wow! Aua! Aua! Du bist seltsam! Alter! What the fuck? Ey, nee! Nee, weil die in einem Off-Timing zugehauen haben, die beiden. No! Immer so nacheinander. Und das habe ich nicht gecheckt, erst als sie mich gekillt haben. No! Shit. Ich glaube, hier rechts? Nee. Hier links? Nee. Das ist die falsche. Okay, nee, hier auch nicht. Ich bin verwirrt. Hier geht's rein. Okay. Auf zum verrückten Clown. Hallöchen. Oh. Schon wieder so eine hässliche Clownpuppe. Ich glaube, da muss ich die Axt nehmen. Einfach für das kleine bisschen mehr Schaden. Weil die ist ja gelevelt. War das hier rein? Ja, ne? Nee, Quatsch. Okay, nee. Von hier bin ich gekommen. Meine Güte. Das ist ein reinstes Labyrinth hier. Da lang? Ja, hier lang. Okay. Lol. So, jetzt ist immer noch die Frage, ist das der Hauptweg darunter zu der verrückten Clownpuppe oder ist hier oben Hauptweg? Ah nee, guck mal. Hier ist nochmal eine Abkürzung. Anscheinend.
Ist das die Tür, die ich... Ja, okay. Oh. Stopp. Okay. Ah, hier komme ich dann... Aber hä? Das ist ja... Okay, so richtig nötig, weiß ich nicht. Ah! Diese Dinger machen den... Ah! Okay, vielleicht ist da unten der Hauptweg. Dann gucke ich doch nochmal... Nee, Quatsch, da vorne war ja ein... Oder? Dann gucke ich jetzt doch nochmal hier in die Richtung. Genau, dann machen wir das Ding mal kaputt. Ja, ist gut, danke. Schnauze. Ich habe einen Auftrag. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, okay, guck mal, jetzt ist der ganze Verfall hier weg. Sehr gut. Nicht cool. So, jetzt ist die Frage, wo... Da. Weg damit. Oh oh, da sind nochmal welche. Sind die einfach respawned? Die sind respawned. Okay, jetzt muss ich erstmal die Kleinen kaputt machen. Heilen. Gleifen. Und jetzt den Dicken. Ah ne, das respawnt hier, ja. Verdammt. Das ist jetzt sehr ungeschickt. Scheiße. Alter. Ey, stopp. Mann, ist das nervig. Ein Schwert, okay. Okay. Okay, okay, okay. Dann habe ich den Gang auch erforscht. Sehr gut. Passt. Dann bin ich hier jetzt auch durch. So. Ich bin jetzt immer noch, aber stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, da war ich lang gelaufen. Oder war ich da lang gelaufen? Ne, hier war ich... Doch, hier ist ein Kill passiert. Das Ding will ich jetzt nicht einsammeln, das da liegt. Ah, okay. Okay, 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 okay. Nee, nicht teleportieren, ich wollte nur auffüllen. So. Jetzt also bei dem Wahnsinnigen hier runter.
hier rein. Und dann zu der verrückten... Das ist ja jetzt eine andere Clownpuppe, aber... Ist hier noch was? Nee. Okay, nochmal. Bin nicht gestorben, das ist gut. Hier liegt mein Zeug. Wunderbar. War jetzt nicht so viel, aber... So, Püppchen. Kann ich auch einfach an dir vorbei? Nee, ich muss dich killen. Oh, durch die Wand. Nice. Wo ist er? Da. Gut, 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 gut. Okay, okay, das lief besser, als ich befürchtet hatte. Spezialwiderstand, ja, alles gut. Ich war jetzt kurz konzentriert, dass ich diesen Kill auch gut mache. Der respawnt aber. Oh, und wie hier alles schreit und gruselig ist. Ausgewogenheitskurbel. Oh, stimmt. Oh, Mann. Jetzt habe ich Wein gefunden. Ich dachte schon, die Quest habe ich irgendwie übersehen. Ja, dann muss ich jetzt nochmal irgendwann zurück. Und ihr den guten Wein bringen. Oh, was? Oh Gott, ey. Du Nasenbär. Hat der mich erschreckt? Muss der da aus seinem Karton rausspringen? Ey, du hättest auch da drin bleiben können und ein friedliches Leben haben können, aber nein. Ah. Hallo. Na, alles klar bei euch? Dieses Labyrinth. Hello? Is anyone there? Ja, ich bin da. Okay. Abkürzung freigeschaltet. Großes Tor. Fertig. Mann. Mit Venini sprechen. Yes, ich höre dich. Dann mal los. Hier geht's, glaube ich, zu einem Boss. Hier geht's doch 100% zu einem Boss.
Das ist doch jetzt Boss Walk. Der Catwalk zum Boss. Let's go. Nein? Tut mir leid für die Frame Drops. Ich weiß nicht, woher das. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, also eigentlich hätte ich gesagt, da oben geht's rein. Und ich hätte hier auch irgendwie einen Boss vermutet. Hier ist es so ruhig. So viel zu ruhig. Der Regen macht, glaube ich, meinem Computer gerade Schwierigkeiten tatsächlich. Hä? Ist das der Weg, den ich gehen soll? Dann hätte ich ja doch noch kurz nach oben schauen können. Hey, wer bist du denn? Okay. No, shit. Wow. Okay. Ups. Aua. Au. Miese Ratte. Neuer Gegnertyp. Gut. Nun. Elektroschock. Ja, ich weiß, ich weiß. Da geht's weiter. Die Exhibition. The Great Exhibition? Nee, wie war das? Die Ausstellung? Die Weltausstellung, die hier in Graz stattgefunden hat, werden wir in der nächsten Folge weiter erforschen. Und bis dahin sage ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.